Hi Strandfreunde, hier ist Anja vom Beach Inspector und ich grüße euch aus Andalusien. Ich bin gerade in der Hafenstadt Algeciras gelandet. Hier gibt es einen knapp 3 Kilometer langen Sandstrand, der nennt sich Playa del Rinconcillo. Das Schönste an dem Strand ist auf jeden Fall der feine und weiße Sand, den ihr habt und der Blick auf Gibraltar im Hintergrund. Ansonsten ist der Strand eingebettet in Industrie- und Containerhafen. Das sieht nicht ganz so schön aus und das wirkt sich auch auf die Wasserqualität aus. Hier kommen sehr viele Locals her, die gehen ja auch mit ihren Hunden spazieren an der Promenade lang. Leider haben sie es nicht ganz so mit der Sauberkeit. Ihr findet an der einen Stelle am Strand und auf der Promenade ein bisschen Hundekot. Das sieht nicht nur schön aus, riecht auch nicht gut. Nichtsdestotrotz habt ihr hier Rettungsschwimmer von Juni bis September, die auf die Badegäste, die hierher kommen, aufpassen. Ihr habt einige Cafés und Bars und Restaurants hier. Da wird typisch andalusische Küche serviert und frischer Fisch, der auch hier aus der Gegend gefangen wird. Ansonsten teilt sich der Strand auch in 2 Bereiche ein. Ihr habt einmal den Teil mit der Promenade und den Restaurants und dann den etwas schöneren Teil, finde ich persönlich, ist der Teil, wo die Dünen sind. Dort könnt ihr dann auch euch ein bisschen zurückziehen. Da kommen nicht ganz so viele Leute hin und auf jeden Fall könnt ihr da ein bisschen Entspannung suchen.